Raus da! Was, versuchst du Goliath zu stürzen? Je mehr wir von denen ans Licht bringen, desto mehr Fackeln und Heugabeln werden wir als Reaktion sehen. Bist du sicher, dass du eure Follower mit wütenden Bauern vergleichen willst? Nein, Mann. Aber die Leute sind wütend und mit Recht. Sie holen zurück, was ihnen gehört. Pass nur auf, dass du sie auf die richtigen Monster hetzt. Okay? Vergiss es. Du darfst bei Tidus einsteigen und mit den Robotern spielen. Oh, shit. Wann habt ihr das beschlossen, Stein, Mann? Schere, Dynamit. Ja, aber ich war nicht mal da. Nein, aber unentschieden hieß, du gehst. Ranch hatte Papier und ich Dynamit. Dynamit? Ist so ein regionales Ding. Technisch gesehen heben die sich auf, das also... Das klingt fair. Also musste er in eins der Tidus Lagerhäuser. Er hat die knifflige Aufgabe, das verdammte Handbuch zu lesen. Dann gehst du an die Vordertür, holst die Modellnummern und er sucht dir die Standardcodes raus. Ich bin in der Nähe und studiere Blaupausen und Schaltpläne. Ja, so machen wir es. Okay, ja. Weidmanns Heil. Weidmanns Heil. Okay. Oder wir fahren zur anderen Seite der Stadt. Ans Meer. Zum Ocean Beach, da ist es zu dieser Jahreszeit herrlich. Oder, weißt du, solange wir einen Bogen um... Fisherman's Wharf machen, da sind zu viele Touristen, da wollen wir nicht hin. Oder der Delikatessenplatz, da sind einfach zu viele Touristen. Und Tenderloin, da sollten... Oh nein, nicht wahr. Was? Nicht jetzt. Idiot. Da könnte ich schon wieder ausrasten. Machen Sie das nie wieder, haben Sie gehört? Umgeben von lauter Heulsusen. Ich kümmere mich lieber um meinen Kram. Es tut nicht weh, versprochen.
aufwirkt. Der Scan dauert nur wenige Sekunden. Gut schon, okay. Ich krieg das hin. Na los! Moment, dafür was? Dafür habe ich keinen Nerv. Es reicht! Ruf deine Krankenwagen! Das ist eine Scheiße. Irgendwas ist hier los. Cool. Mein Job. Das war wieder ein Reinfall. Junior ist drin. Ich muss rausfinden, wo er hin muss. Du musst zum Sicherheitshub in der Nähe. Laut Bauplan ist er mit einem faradayischen Käfig EMP geschützt. Also funktioniert er nur, wenn du Junior direkt da reinsteckst. Das klang irgendwie versaut. Oh mein Gott! Alles war gut, bis sie ihre gierigen kleinen Finger reingesteckt haben. Nun werden wir alle sterben! Suche einen Schaltkasten. Da muss einer sein, irgendwo. Oh, oh. Das ist cool, aber vergiss nicht, wofür du hier bist, Marcus. Habe ich nicht vergessen. Ich genieße nur die Fahrt.
Geh weiter zu den Laderampen. Der Sicherheitsraum ist dann auf einer Seite. Okay, Junior ist bereit. Verabschiedet euch alle von Junior. Das EMP lief wie geschmiert, Ray. Ja, da bin ich ja erleichtert. Warum das? Ich hatte Zweifel, aber... Auch ein spitzenmäßiges Pokerface, amigo. Ist kein Talent, eher eine Art Gesichtslähmung vom ständigen Saft. Ranch hat Teil des Standardtürcode. 4545. Danke. Meine Patrouille fort. Nichts zu vermelden. Status alles sicher. Hi. Sektorprüfung abgeschlossen. Da! Piep, bloop. Tidus, warum sind wir getroffen? Der nächsten Generation. Okay, das ist... Leicht bedienen und... Ja. Technologie... Meine Systeme laufen optimal. Bedürfnisse, Personen und Unternehmen. Alle Systeme laufen normal. Alles klar, ich bin auf dem Weg zum Serverraum. Du müsstest jetzt direkt zum Datenbankserver gehen können. Gäb's da nicht Alarmanlagen, Laser und Typen mit Knarren? Oh, so einfach, hä? Danke.
Es ist alles in Ordnung. Nichts zu vermelden. Himmel! Sektorprüfung abgeschlossen. Es ist alles in Ordnung. Was zur... Nichts zu vermelden. Ich grüße Sie, hey, Security-Kollegen. Okay, Ray, ich schicke was in deine Richtung. Oh ja, das ist doch mal was. Wird ein Weilchen dauern, das zu analysieren. Direkt bei dir müsste ein Privatlift sein, im Büro des CEO. Mein Bauplan zeigt nicht, wo er hinführt, was bedeutet, dass er genau das ist, was wir suchen. Leitstelle, es gibt ein mögliches Ziel in Ihrem Gebiet. Hier, Leitstelle, wir haben einen aktivierten Alarm. Bitte reagieren. Ganz ruhig. Wir haben Sie auf CTOS. Die Polizei ist gleich da. Thank you.
1-10-13. Verdammt, seht euch das mal an. Die hat sogar ihren eigenen Privataufzug. Den Daten, die du geschickt hast. Offenbar köchelt Tidus 10-Jahres-Plan in einer Art Prototyp-Labor. Okay, mal sehen, was sie in Untergeschoss 6 aufbewahren. Und dann zerlegen wir den Shit. Naja, was Wrench meint ist, finde Beweise dafür, dass Tidus was ganz Übles vorhat. Naja, technisch ausgedrückt, genau. Also, ich bin in einem Atombunker-Tiefgarage. Habt ihr noch was zu den Prototyp-Labors? Nur, dass dir eine scheiß dicke Eisentür den Weg versperrt. Keine Ahnung, was dahinter ist, falls du durchkommst. Wenn ich durchkomme. Die aktuellen TARDIS-Wachroboter sind offensiv begrenzt einsatzfähig. Wir planen, sie in den nächsten Jahren für eine aktivere Rolle in Konfliktsituationen auszustatten. Wir testen derzeit den Schadenswiderstand im urbanen Unterdrückungskontext. Außerdem stehen wir in Verhandlung mit Galilei über Läufer in ihrem Weltraumprogramm. Eines der Langzeitziele von Tidus ist es, unsere Roboter mit Panzerung auszustatten, die jedem Beschuss in Gefechtssituationen standhalten kann. In Heimatschutzszenarien sollten diese neuen Modelle Kurzwaffenfeuer, Molotow-Cocktails und andere Arten improvisierter Waffen unbeschadet überstehen. Musik.
In den nächsten 2 Jahren wird Teil des Praxistests der Angriffs- und Verteidigungsfähigkeiten unserer Roboter für Inlands- und Militäreinsätze durchführen. Dank hoher Präzision und überlegener Reflexe stellen unsere Roboter eine sichere Alternative zu Soldaten und Wachpersonal dar. Leute, ich habe hier unten jede Menge geisteskranken Roboscheiß gefilmt. Hier, ihr werdet es nicht glauben. Was Verwertbares für das Video? Tidus und Bloom wollen bewaffnete Roboter mit CTOS verknüpfen und gegen Zivilisten einsetzen. Wie klingt das? Erb, allzu vertraut. Was soll das heißen? Big Data mit Kriegsmaschinen zu verknüpfen war ein feuchter Traum einiger Bloom-Programmierer während der anfänglichen CTOS-Designphase. Ich habe damals mein Veto eingelegt, aber ich wusste, die Idee ist nicht tot. Deshalb war dir das hier so wichtig. Ja, ich habe es vermutet. Jetzt haben wir die Beweise dafür. Komm jetzt da raus! Ich bleibe noch. Hier gibt es noch mehr. Ich melde mich. Leute, ich glaub's nicht. Was hast du gefunden? Ich glaub's nicht. Oh. System online. Na dann, ich glaube, ich habe dieses Biest kapiert. Jetzt muss es nur noch durch die Sicherheitstüren. Irgendein Vorschlag? Hör zu, wenn du das Feuerlöschsystem deaktivierst, müssten sich die Türen öffnen. Das kriege ich hin.
geklappt. Dann mal auf zu den Prototypen. Es gibt ein Problem. Die Tür zu den Backup-Servern ist doch verschlossen. Bin schon dran. Erledige du die Prototypen. Ich kümmere mich um die Tür. Ich zähle auf dich, Alter. Funktionsverlust. Funktionsverlust. Kernsysteme beeinflusst. Normalwert. 90% Funktionsverlust. Kernsysteme beeinflusst. Funktionsverlust. Ich hab's. Die Tür ist jetzt offen. Da müsste ein Aufzug sein. Du musst einen Weg rauf zum Backup-Serverraum auf Untergeschoss 3 finden. Wer braucht Aufzüge? Denk dran, dass du alles gründlich zerlegst. Thank you.
Normalwert. Meine Gehaltsstufe. Viel Glück. Fuck. Yo, Marcus, sieh dir all den Teil des Shit an. Das ist wie ein Tech-Porno. Ich meine, maschinelles Lernen, Nanotech, Railguns. Ja, ich dachte, das würde euch gefallen. Das war ein Geschenk? Ja. Ja. Verdammt, Ray. Du bist wie so ein schmieriger, fluchender Weihnachtsmann. Ho, ho, ho. Fröhliche, verfickte Weihnachten. Ey, seid ihr bereit? Cetara veröffentlicht gleich das Video. Verglichen mit den anderen Silicon Valley-Riesen ist Tidus unauffällig. Sie kümmern sich nicht um öffentliche Präsenz. Sie agieren hinter geschlossenen Türen, fern von neugierigen Blicken. Belzec war neugierig und hat Beunruhigendes entdeckt. Tidus nutzt eure Steuergelder zur Finanzierung militärfähiger Maschinen. Heute hat ein Kampfprototyp ihre eigene Anlage verwüstet und die Zerstörungskraft demonstriert. Innerhalb von 10 Jahren könnten sie auf amerikanischem Boden laufen. Wenn ihr jetzt nicht anfangt, dagegen zu protestieren, bauen sie eine Armee, um euch unter Kontrolle zu halten. Tidus kooperiert mit Bloom, damit CTOS auf ihre Maschinen zugreifen kann. Bloom hat eure Daten verkauft und nutzt sie als Waffe gegen euch, wenn dieses Projekt weitergeht. Wir werden nicht tatenlos dabei zusehen. Belzec hat euch die Wahrheit gesagt. Tut, was ihr wollt. Na los, sehen wir mal, was du geholt hast, bevor die Seiten dann alle zusammenkleben. Hey, ich sehe euch dann später. Okay, bis später.